long bar the girls were. What? What are you doing? It's just like... Grüß Gott, ich weiß, ich sehe nicht herbstlich aus, wenn ihr den Titel lesen könnt. Ich will den Sweater-Take machen. Ich bin da schon ewig getaggt worden. Von der lieben iCandy-Affairs. Du wirst dich sicher totlachen, dass ich das Video erst jetzt mache. Aber bin ich dazugekommen letztes Mal und dann fand ich, war es zu spät, um das Video zu drehen. Also mache ich das jetzt. Und die Spange schon dämlich aus meinen Haaren. Aber ich muss die drin haben, weil sonst tue ich noch raus mit meinen Haaren. Ja. Fangen wir auch gleich an. Lieblingskerze habe ich eigentlich nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also Lieblingskerze im Herbst vielleicht die Vanille. Das habe ich in irgendeinem Video aber schon mal erwähnt. Diese Vanille-Cupcake von Yankee Candles. Die wäre im Herbst die Lieblingskerze. Frage Nummer 2. Tee, Kaffee oder Kakao? Eindeutig Kaffee. Und hin und wieder, wenn ich mir alle Kerzen anmache, auch Tee. Also ich muss dafür Kerzen anmachen, damit ich Tee trinke. Es klingt irgendwie komisch, aber das ist so bei mir. Ich weiß nicht warum. Liebste Herbsterinnerungen. War einmal, ich kann den Blogpost raussuchen und euch unten verlinken. Ich habe mit meiner Cousine Herbstfotos gemacht. Und die sind richtig toll geworden damals, die Fotos. Richtig, richtig toll. Und die kann ich euch unten verlinken, den Blogpost. Also jedes Mal, wenn Herbst ist und die Blätter fangen an, sich zu verfärben, denke ich an den Tag, wo wir Fotos gemacht haben, weil der Tag war urlustig. Und ja, geht mir ab, aber ja, Fotos machen generell geht mir ab, aber naja. Nummer 4. Make-up-Trend. Dunkle Lippen oder Vintage-Liner? Wenn, dann dunkle Lippen. Ich trage es selten, muss ich ehrlich zugeben. Ich will aber jetzt unbedingt wieder so knallige Farben tragen. Das mache ich diese Woche im Urlaub. Da trage ich knallige Farben bis zum Umfallen. Sonst bin ich eigentlich auch so eine, die eher knallig trägt. Aber in letzter Zeit eher auch oft nude. In der Arbeit habe ich zum Beispiel jetzt einen lilanen Lippenstift. Also so einen dunkellilanen. Der ist richtig schön. Setze ich irgendwann sicher mal in ein Aufgebraucht-Video. 5. Lieblingsduft. Ich habe gar keinen Herbst-Lieblingsduft. Nö, habe ich nicht. Also so einen richtigen, den ich immer im Herbst habe, habe ich nicht. Leider. Ich tue da immer wechseln. Ich habe auch keinen, den ich... Oh ja, ich habe schon ein paar, die ich immer habe. Aber die sind halt nicht im Herbst. Also Herbst-Lieblingsduft habe ich leider keinen. Lieblingsessen. Schwer. Ich habe mir die Fragen nicht angeschaut, wie ihr das sehen könnt gerade. Lieblingsessen? Kuchen. Im Herbst esse ich viel Kuchen. Ja, ich glaube, das habt ihr schon in meinen Food-Tagebüchern gesehen. Also im Herbst esse ich viel Kuchen. Sehr viel Kuchen. Meistgetragener Pullover. Den kann ich euch leider nicht zeigen, weil der ist in der Wäsche. Also ich wasche gerade heute und der ist unten in der Waschküche. Also kann ich euch das leider nicht zeigen. Das ist aber dieser Pulli von Tallywheel mit diesem Zip hier an den Armen, wo ihm was draufsteht. Was weiß es vorne drauf. Aber ihr habt den schon zigtausend Mal in Videos gesehen. Ich habe den auch vor kurzem in ein paar Videos angehabt. Also den ist mein Lieblings... Das ist mein Lieblingspulli. Den trage ich immer im Herbst. Auch im Frühling auch noch, weil er ja dann offen getragen werden kann. 8. Mützen oder Schals? Das ist gemein. Ich trage nämlich beides. Also ich mag beides. Für mich gibt es nicht ein Entweder-Oder. Ich trage beides. Weil ich habe auch viele Mützen, die zu den Schals dazu passen. Also beides. Lieblingsnagellack habe ich sogar noch da. Mein absoluter Liebling im Herbst. War immer schon. Der von der Surfer Babe LE, der Nagellack, der ist jetzt leider bald leer. Da bin ich eh voll traurig. Ich glaube, man kann das eh ein bisschen erkennen, dass er schon... Ja, da sieht man es vielleicht ein bisschen. Seht ihr das? Er ist schon fast... Ich glaube, der ist nur noch bis daher, glaube ich, ist er nur noch. Also bis zu dem Babe, oder? Ja, bis zu dem Babe, glaube ich, ist er nur noch. Das ist, falls es euch noch interessiert, die 02 Point Break. Und ich bin richtig traurig, dass ich den nicht mehr habe. Ich habe ihm damals gedacht, ich werde eh nie einen Nagellack aufbrauchen, also... Ja, das ist nämlich so ein Blaugrau. Könnt ihr das sehen? Das ist so ein richtig schönes Blaugrau. Und so einen gibt es leider nicht mehr. Leider. Ist mein Lieblingsherbstnack. Nagellack so. Nummer 10. Skinny Jeans oder Leggings? Eindeutig Leggings. Ich mag keine Skinny Jeans. Ich finde, das steht mir nicht. Also eindeutig Leggings. Nummer 11 checke ich irgendwie nicht ganz. Ich bin nicht so der Fashion-Victim. Comfort Boots oder Uggs, oder wie man das schreibt oder ausspricht. Ich sag mal Combat Boots.
Lieblings-TV-Serie erklärt sich, glaube ich, von selbst, wenn meine Fun-Lovers regelmäßig schaut. Sex in the City. Das schaue ich am liebsten. Sommer, Winter, Herbst, egal. Das schaue ich am liebsten. Vorletzte Frage. Liebste Sache am Herbst. Das ist die Nummer 13. Liebste Sache am Herbst, dass sich die Blätter so schön bunt verfärben. Dass noch warm ist und nicht kühl. Also nicht so extrem kalt. Ich liebe das. Das ist die zwei besten Sachen am Herbst. Auch wenn viele das deprimierend finden, wenn alles stirbt. Aber ich finde das so schön, wenn es bunt ist und so. Ich mag das irgendwie. Die letzte Frage, Lieblingsmusik. K-Pop. K-Pop, würde ich sagen. Ja, K-Pop. Also nicht Kaugummi-Pop, sondern ihr wisst schon, diese koreanischen Popmusik. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, die höre ich am liebsten. Ja, das war's mit dem Video. Es war ein bisschen kurz. Ich habe auch die meisten Fragen irgendwie nicht gecheckt. Ich hätte es auch vorher mir anschauen sollen. Ich hoffe, es ist okay. I can you first, wenn ich das Video erst jetzt mache. Sorry. Aber so kann man schön mit dem Winter abschließen, oder? Mit dem Herbst. Also mit dem Herbst haben wir schon lange abgeschlossen, aber so kann man schön mit dem Winter abschließen, finde ich. Ja. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Taggen werde ich keinen, weil ja, das ist jetzt schon ein bisschen altbacken, also werde ich keinen mehr taggen jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!